Wichtig ist mir als Ärztin, dass Sie zunächst die Erkrankung begreifen. Die Erkrankung multiples Myelom ist für viele Patienten gerade zu Beginn nicht sehr verständlich. Und da ist es wichtig, gute Aufklärungsarbeit zu leisten. Wichtig ist auch, dass man die Erkrankung verständlich erklärt. Und dann, wenn es um die Einleitung einer Therapie geht, müssen auch diese Therapieziele besprochen werden und wie das Therapieziel erreicht werden kann. Da geht es dann auch darum, dass man die Nebenwirkungen der einzelnen Substanzen im Detail bespricht und ein gemeinsames Behandlungsziel mit dem Patienten festlegt. Besonders wichtig im Arztgespräch ist für mich eine klare Interpretation meiner Befundlage. Hat sich mein Krankheitsbild verändert, verschlechtert? Welche Parameter sind gleich geblieben, sind schlechter geworden, besser geworden? Und darauf basierend dann möchte ich mit meinem Arzt besprechen, ob die Medikamentation weitergeführt oder eine andere Medikamentation hinsichtlich der Dosis oder ähnliches eingeführt werden muss. Ein wichtiger Teil des Arztgesprächs ist für mich auch die Abklärung der Notwendigkeit begleitender Untersuchungen, denn es ist notwendig, gerade bei chronischen Krankheitsverläufen, dass man auch unter Umständen ein Organscreening macht, um anzuhalten, dass schädliche Nebenwirkungen durch die Medikamentation an Organen entstehen. Ich als Ärztin muss gut über Sie informiert sein. Das heißt, ich muss auch Sie näher kennenlernen. Ich muss wissen, welche Begleiterkrankungen Sie haben, welche Medikamente Sie einnehmen, wie Ihre Lebensumstände aussehen. Bewältigen Sie Ihren Haushalt alleine? Gibt es Unterstützung? Wie aufwendig ist es auch beispielsweise für Sie, an ein Behandlungszentrum zu kommen? Wie oft wäre es Ihnen möglich, ins Spital zu kommen für die Therapien? All diese Punkte sind wichtig, um eine geeignete Behandlung für Sie individuell festlegen zu können. Das ist wichtig, dass Sie mich als Ihre behandelnde Ärztin darüber informieren. Es ist nicht generell ausgeschlossen, dass das möglich ist, aber es kann mitunter zu Wechselwirkungen kommen, wenn alternativmedizinische Behandlungen ergänzend zur Schulmedizin eingesetzt werden. Deswegen ist es wichtig, dass Sie mich darüber informieren und wir können dann gemeinsam entscheiden, ob alternativmedizinische Behandlungsmethoden zusätzlich sinnvoll und möglich sind.